2021. Ja, wir sind bei einem der größten Kabelhändler Deutschlands und das genau an der Grenze nach Dänemark, nämlich ganz hoch im Norden in der Nähe von Flensburg. Wo wir genau sind, werden wir gleich mal erfahren. Und hier steht ein 2021er Kabel. So schön zu schauen, denn gerade die Marke Kabe hat ja bei uns eine Furore bereitet, denn die Fahrzeuge sind hunderttausende Male abgerufen worden und wir wissen gar nicht so genau warum. Wahrscheinlich ist es die gute Qualität aus Schweden und das Design, was hier da ist. Und wir stellen euch heute mal wirklich ganz viele Kabe-Fahrzeuge vor. Das ist er, der Kabe Travelmaster Classic 740T, Modelljahr 2021. Und ja, wie er hier steht, das kennen wir schon bei Kabe. Der Preis ist tatsächlich sechsstellig, 103.775 Euro. Aber ich habe gehört, über den Preis kann man noch ein bisschen sprechen. Hier ist einer der Chefs hier. Grüß dich, Marcel. Moin, Sven. Hi. Ja, du bist noch recht jung, hast aber drei Kinder. Das ist korrekt, ja. Ja, erzähl mal, wie groß, wie alt sind die? Ich habe einen 5-jährigen Sohn, eine 4-jährige Tochter und 1,5-jährigen Sohn dazu bekommen. So, liebe Kinder, wenn ihr das Video seht, das ist euer Papa im Jahr 2021. Wir drehen heute am 4. Januar 2021. Was denkst du denn, wie wird denn 21? Ich vermute mal, es wird ähnlich wie letztes Jahr werden, hoffe aber, dass es besser wird. Besser? Ja. Okay, ja, ist natürlich so, das Virus ist natürlich eine Sache, aber ich sag mal so, auf der anderen Seite, das Thema Camping hat eine Furore erlebt, weil die Leute wirklich im Campingurlaub sich aus dem Weg gehen können, man kann sich auseinandergehen, jeder hat sein eigenes Bad dabei, das habt ihr gemerkt, 2020, oder? Absolut, also die Zahlen sprechen für sich und auch wir haben tatsächlich gemerkt, dass der Kundenanstieg da ist, ne? Und vor allem auch im Neu-Camping-Bereich. So, ich zeig mal ganz kurz eure Halle, ja. Ihr habt eine mega große Halle, die Größe von der Halle? 2100 Quadratmeter. Die ist neu? Nee, die bestand schon vorher und es war vorher ein Logistikunternehmen hier drin. Echt? Ja. So, euch gibt es seit 1993, stimmt das ungefähr? 92. Genau. Wie kommt man denn auf die Idee 92? Da warst du wie alt, 92? Ja, da war ich 6. Sechs. Das heißt, du hast das Unternehmen mit 6 Jahren gegründet? Nicht ganz. Das waren meine Schwiegereltern. Okay. Und vor allem meine Schwiegermutter hat es gegründet und mein Schwiegervater war im Kfz-Bereich noch tätig. Und ja, aus einem eigenen Wohnwagen wurde dann nachher die Lust und Leidenschaft ja, kaufen, ausprobieren, wieder verkaufen und das Ganze 2-3 Mal hintereinander, bis in der zweite Wohnwagen kam. Und so ist dann nachher ja, diese Halle mit dazugekommen. Ja, ihr habt nicht nur Kabe, ihr habt auch Hümer, wie ich sehe, aber ihr habt die wahrscheinlich größte Kabe-Ausstellung der Welt. Hier vorne ist auch jemand von Kabe gerade da. Die bauen was Tolles auf. Das hat nicht jeder Händler, oder? Nee, das stimmt. Indoor sind wir, meine ich, der größte. Und Outdoor haben wir auch noch ein bisschen was stehen, aber wir kriegen hier auch noch mal eine kleine Wand, wo man dann auch mal die Highlights von Kabe sehen kann. Und ja, die Fahrzeuge halt auch im warmen und trockenen begehbar machen. Ne? Ja, das Schöne ist, wir haben den Verkaufsraum gesperrt, aber nicht freiwillig, sondern hier ist niemand drin. Wir drehen ohne Maske, muss man auch dazu sagen. Wir halten Abstand, ganz klar, aber normalerweise Maskenpflicht, gar keine Frage. Ihr haltet die Hygienemaßnahmen ein. Wie kommt das an bei den Kunden? Also es kommt sehr gut an. Ne? Also wir können ja viel auch online abbilden, am Telefon und das kommt sehr gut an. Ja. Marcel, nichts geht ohne gute Mitarbeiter. Wie viele Leute arbeiten bei euch? Oh, wir haben knapp 90 Mitarbeiter. 90? Ja, die sieht man alle fast gar nicht, weil die meisten davon sind tatsächlich auch in der Werkstatt beschäftigt. Ja. Wir filmen gerade auf Jan. Jan macht bei uns mit intern auch Marketing, Video, Schnitt und Co. Und ja. Hallo Jan. Moin. Erzähl mal, wie alt bist du? 23. 23? Okay, was ist denn der Grund hier zu arbeiten? Ist das schön hier? Sehr. Also es macht halt viel Spaß. Vor allen Dingen das jetzt auch mit dem Videoschneiden. Ich habe das ja anfangs nur hobbymäßig nebenbei gemacht. Okay. Und jetzt kann ich es halt auch auf der Arbeit machen. Ne? Das ist ja. Ein paar Tipps und Tricks. Du schneidest mit was? Premiere Pro. Premiere Pro. Herzlich willkommen im Team, denn wir schneiden alle mit Premiere Pro. Ja, geht's los. Da ist er, der Kabel. Ja. Ein Teil integrierter auf Basis 4 Ducato. 100.000 Euro. Schlucken da die Leute nicht ein bisschen? Ich sag mal, wer ein Kabel kauft, der weiß auch, was er kauft. Und dann sind 100.000 Euro auch nicht selten. Das ist so. Das Thema Werterhalt, das ist ganz interessant. Teilweise ist es so, dass es sich überhaupt nicht lohnt, zurzeit gebrauchte, neuere Fahrzeuge zu kaufen. Erstens gibt es keine und zweitens, die Preise unterscheiden sich kaum vom Neupreis. Das ist in der Tat so. Ne? Also egal, ob im Wohnwagen- oder Reisemobilbereich, wer jetzt Gebrauch kauft, der kann auch neu kaufen.
Der kann noch neu kaufen, Automatik. Ja, das Thema Preisverhandlungen, wenn ich jetzt hier stehe, ich habe es eben kurz angedeutet, oft wird ja noch ein Fahrzeug vielleicht in Zahlung gegeben, also da geht noch ein bisschen was. Aber das Problem ist gar nicht, über den Preis zu feilschen, sondern oft sind die Hersteller komplett ausverkauft für das Modelljahr. Das ist korrekt. Also das viel interessantere Thema ist tatsächlich die Lieferzeit an sich. Und Kabe ist ja nun mal kein Massenhersteller, sondern eher in die Einzelfertigung gehend. Und da kann es auch mal sein, dass wenn wir ein Kabe bestellen, dass wir ein Jahr Lieferzeit haben, ne? Ein Jahr Lieferzeit, ja. Ich habe lange gesucht, einen Händler zu finden in Deutschland, der überhaupt so eine große Anzahl an Fahrzeugen hat. Habe denn bei Kabe angefragt, die haben mich sogar nach Schweden eingeladen, aber die haben dann gesagt, naja, wir können es im Moment nicht machen wegen den Richtlinien Corona. Aber jetzt hat es ja geklappt mit euch. War denn hier viel los in den Tagen, also wo es denn hieß, okay, es gibt jetzt Lockdown und so weiter und die Leute haben dann gesagt, okay, das ersparte Geld, was ich vielleicht in Urlaub anlege, das mache ich dann vielleicht in Wohnmobil. War hier die Hölle los? Also vor unserem Lockdown bis Weihnachten ging das gar nicht. Also wir hatten alle sehr gut zu tun und jetzt zwischen den Tagen ist es so ein bisschen verhaltener gewesen. Also klar ist immer noch der ein oder andere, der hier ist und guckt. Aber ich denke mal, das wird jetzt so langsam nach und nach wieder ansteigen. So, komm, wir schauen mal ganz kurz rein. Das Besondere bei Kabe ist eben genau der Doppelboden. Das heißt also, und die Verarbeitung. Das heißt, ganz viele Dinge baut Kabe auch selber. Das heißt also, das, wo man das beim Zubehörlieferanten vielleicht sieht, das ist bei Kabe denn auch teilweise selbst gebaut. Klar, die haben Zubehörlieferanten mit dabei, aber Doppelboden, das ist eine prima Sache. Absolut fein. Kabe selber hat ja auch eine eigene Tischlerei und wie du schon gesagt hast, extrem viel in Eigenmanufaktur. Ne? Also alles, was man so im Holzbereich sieht, ist komplett selbstgemacht bei Kabe. Ja. Ja, die Türen, hier sieht man es auch. Das sind die Schlösser, die man normalerweise sieht bei Morello & Co. Das heißt also eine ordentliche Qualität. Gebrauchte Kabe erzielen Höchstpreise, kann man das sagen? Absolut. Aber wie gesagt, ist nicht nur Kabe selber, sondern momentan der gesamte Markt, ja. Aber, also, ja, genau. Also so dermaßen angenehm habe ich noch nie eine Chemietoilette entleert. Denn du musst dich nicht bücken, hier geht eine Tür auf. Das ist schon gut, oder? Die Erreichbarkeit von der Toilette ist hier natürlich im Heckbad vor allem extrem gut gegeben, ja. Heckbad, da bin ich jetzt schon gespannt, weil Heckbad gibt es ja nicht so oft. Ihr verkauft auch Hümer, da gibt es nicht so viele Heckbäder. Nee. Also ein Heckbad ist von Marke zu Marke unterschiedlich. Ne? Also bei Kabe geht das Heckbad extrem gut, bei anderen Marken stirbt es aus. Also das ist verrückt, ein Phänomen, das man nicht erklären kann. Ja, das kommt dann wieder. Das ist dann die Frage. So, gucken wir uns mal das Heck an. Kabe hat keine Kosten und Mühen gescheut, Werkzeuge zu produzieren, die solche GFK-Hacks haben. Ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus. Nicht der Einheitsbrei. Absolut. Ne? Also wir haben hier ein formschönes Heck. Und einzigartig finde ich auch vom Design und es sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch funktional. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, wir nehmen mal gerade ein bisschen Abstand. Ich habe ja schon einen riesen Weitwinkel drauf, aber das, was wir nochmal drauf kriegen, hier vorne ist es, habe ich 10 mm. Jetzt sind wir am Anschlag. Travel Master, made in Sweden. Ist das so die Einstiegsdroge bei Kabe oder geht es noch ein bisschen günstiger? Nee, der Classic ist tatsächlich Einstiegsbereich. Und danach kommt dann der Royal und der Imperial und dann können wir auch schon mal die 200.000 knacken. Das ist kein Problem. Made in Sweden bedeutet, da ist ja nicht immer warm in Schweden, oder? Genau, also wir sagen auch immer gerne, gemacht in Schweden, aber gebaut für die Welt. Weil am Ende des Tages, was im kalten Bereich gut isoliert und hält, ist natürlich im Sommer genauso gut. Das heißt, klar ist er klassisch im Kalten zu Hause. Kann aber auch im Sommer sehr gut mithalten. Ja, es zieht wie Hechtsuppe bei euch im Norden. Ist es hier schon mal kalt oder merkt ihr auch den Klimawandel so ein bisschen? Also Schnee haben wir nicht so viel, aber kalt ist es trotzdem gerne bei uns. Ja, ja. Ne? Und windig. Und windig und regnerisch, ja. Und regnerisch. Also es gibt kein schöneres Grau als im Norden. Ja, ich bin ja so selten hier. Wir wohnen ja im Südwesten. Wir haben ja das schönste Wetter der Welt, jetzt ohne Witz. Und bei uns ist es immer schön, aber hier in so einem Kabe einzusteigen, wo es gemütlich, warm ist, kuschelig und so weiter, das ist richtig toll. Eine Besonderheit hier ist, das sind keine Aufkleber, die draußen, gell? Das ist korrekt. Also wenn man mal so mit der Hand drüber fasst, dann merkt man, dass es alles lackiert, ne? Ja. Genau, das ist mit einer Spezialtechnik bedruckt. Hier steht es auch Innovation Design bei Kabe. Das ist was ganz Besonderes. Gibt es das schon länger?
Bei Carbe noch nicht ganz so lange. Und das Design wird auch stetig immer wieder erneuert und verbessert. Und das ist das aktuellste Modell, ja, genau. Hier sieht man, also da wird noch Ski gefahren in Schweden. Das könnte aber auch ein Fach sein für zum Beispiel einen Stuhl. Aber es ist sehr schmal. Das ist wahrscheinlich prädestiniert Surfboards, Skier. Genau. Dadurch, dass wir halt das Heckbad haben, haben wir halt keine große Garage. Und da müssen wir halt gucken, dass wir jeden Platz trotz Doppelbodens halt optimal ausnutzen. Ne? Und hier kann man, wie du schon sagst, irgendwie Skier oder sowas mit unterbringen. Genau. Gibt es einen Heckträger für Fahrräder? Ist das möglich? Wenn man Wünsche und Vorlieben hat, dann können wir alles ermöglichen. Entweder am Werk oder halt bei uns in der Werkstatt. Dann. Ja, wir werden uns morgen mal in der Werkstatt ein bisschen umgucken. Denn hier sieht man so ein kleines bisschen, das sind die Zusatzpolster. Genau, korrekt. Ne? Mal gerade so lieb, dass du die mal rausnimmst. Na klar. So, das mal sehen. Denn der Doppelboden, der drin ist, der geht durchs ganze Haus. Das heißt, ich habe immer warme Füße, kann man das sagen? Ja, absolut. Also was bei Carbe ja auch einzigartig ist, jedes Fahrzeug, egal ob Wohnwagen oder Reisemobil, wird standardmäßig mit einer Alde Warmwasserheizung ausgerüstet. Einer guten alten 3020, ja. Die, ich sag mal, für die Fahrzeuglänge natürlich schon fast überdimensioniert ist. Aber ich denke mir, bis so 9 Meter packt die das locker. Und bei der Isolierung, muss man sagen, müsste es gar keine 3020 sein. Ja. Sondern es könnte auch eine Dieselheizung sein aus Russland oder so. Die würde es auch noch packen. Die sind echt gut isoliert. Ja, na, also sowohl in Wand wie auch im Fußboden oder im Dach. Aber auch Fenster oder Serviceklappen und Co. sind halt alle mit durchisoliert und auch beheizt. Mhm. So, Alde Warmwasserheizung. Der Vorteil ist, da, ich sag mal, habe ich kein Problem mit Luftzirkulation. Leute, die eventuell sagen, hey, ich habe so eine Allergie, die Luft, es zieht. Ich weiß nicht, ob du das kennst von deiner Frau oder du selber vielleicht sogar. Nee, also wir haben tatsächlich die Möglichkeit, die Luft innen drin halt zu nutzen und diese dann zu erwärmen und nicht wie bei einer Umluftheizung, wo es von außen angesogen wird, erwärmt und dann reingepustet. Okay. Ist halt auch allergikerfreundlich. Ne? Gut, wir gehen mal nach vorne, schauen uns das Ganze nochmal kurz an. Das Heck, da muss ich ja nochmal kurz mal von Weitem draufhalten. Das ist schon ein echter Hingucker. Sehr schön. Travel Master. Ja, die Qual der Wahl, wenn die Pärchen bei euch reinkommen. Ich nehme an, du bist im Vertrieb ab und zu mal? Ja, ein ganz klein bisschen, ja. Ich mache den Verkauf bei uns. So, den Verkauf bei euch. Also, Garage nochmal zusammenfassen. Das ist die Garage. Hier könnte ich hochkant irgendwas reinmachen. Fahrräder, wo kämen die jetzt hin? Klassisch halt entweder an die Heckwand oder über ein Trägersystem unten drunter. Also, gibt's. Gibt es, ja. Aber das würden wir dann installieren. Der hat nämlich eine große Werkstatt und... Ja, macht das fertig. TV-Außenanschluss. Ist das oft gefragt? Ist ja standardmäßig bei Carbe, ja. Und wird vor allem da genutzt, wo man entweder extern SAT-Anschluss anführen kann oder wenn wir jetzt noch eine SAT-Anlage aufbauen, könnte ich hier theoretisch auch das TV-Signal abgreifen. Wenn du mal gerade so lieb bist, das mal gerade öffnest für mich. Mhm. Will mal gerade runter gucken, was drin ist. Einmal 12 Volt. 230. Und zweimal, einmal Koax, einmal terrestrisch. Also ich würde den 230er schon mal nutzen. Ich bräuchte jetzt keinen, aber das ist ein Vorteil, der hat eine 230 Volt Außensteckdose. Genau, korrekt. Na, also wenn man jetzt noch irgendwie einen Elektrogrill hat oder man möchte einfach nur ein Licht oder sowas draußen noch installieren, kann ich hier dann das 230 Volt Signal abgreifen. Ja, die Reifen schön gemacht hier in der Ausstellung. Ihr habt ein eigenes Team, was natürlich aufräumt. Wenn du da mal kurz aufmachst. Natürlich. Gasflaschen, 2x11 Kilo. Ja, viele haben dann gesagt, naja, Frischwasservolumen ist ja nicht so hoch bei Carbe. Wie hoch ist das hier bei dem Auto? Bei dem müssten es knapp 150 Liter sein. Also da kommt man schon einige Meter mit. Gastank, ist das möglich? Grundsätzlich ja, ab Werk nein. Das müsste also nachträglich montiert werden. Fragen Leute nach Gastank schon mal? Es wird mehr, aber die meisten nehmen das Standardprodukt. Gastank, wenn du mich mal kurz aufklärst für Leute, die nicht wissen, was das ist, was heißt das? Das bedeutet, dass ich einen Kanister sozusagen unter das Fahrzeug bekomme, irgendwie so in der Größe. Und dann kann ich theoretisch LPG-Gas an der Tankstelle tanken. Praktisch auch. Praktisch auch. Ja, ich habe nämlich so einen Tank. Es gibt nichts Praktischeres wie das, zumal du kannst die 11 Kilo Flaschen ja drin lassen. Du kannst sie aber auch ausladen. Der Vorteil ist dann natürlich das Gewicht. Wie sieht es mit der Zuladung aus? 3,5 Tonnen hier? Grundsätzlich ist kein Carbe-Fahrzeug für 3,5 Tonnen geeignet. Ne? Also dadurch, dass wir halt den Doppelboden haben, extrem viel Material verbaut, die Alde-Heizung. Wir haben halt schon einiges an Gewicht, was wir im Basisfahrzeug mitnehmen. Und dann würde die Zuladung auf 3,5 Tonnen marginal sein. Wir sehen es jetzt hier an dem Preisschild zum Beispiel. Das Fahrzeug selber hat ein Eigengewicht von 3.120 Masse fahrbereit. Plus das Zubehör, was wir jetzt ab Werk bestellt haben mit 133 Kilo.
Das heißt, runtergebrochen auf 3,5 Tonnen hätte ich hier irgendwo 250 Kilo Zuladung. Das ist eigentlich nichts. Das geht gar nicht. Also das ist unseriös, wenn man sowas verkauft. Das Thema Führerschein C1, C1E. Bietet ihr so Fahrschulen an, die das so crashkursmäßig eine Woche machen? Geht das? Wir haben eine Fahrschule hier in der Nähe, aber ob die das in einer Woche machen, weiß ich nicht. 2 Wochen auf jeden Fall, das habe ich selber gemacht. Ist das schwer? Nö, das kann theoretisch jeder. Und ich habe CE gemacht, das heißt 40 Tonnen können wir dann auch bewegen. Du hast ein CE gemacht? Ja. Ja, ich wohne ja in Frankreich, ich darf in Deutschland kein CE machen, aber da sind wir gerade dran, ja. Denn ich habe ja noch ein C1E. Du hast ein CE gemacht, das war ein bisschen aufwendiger, 2 Wochen? 2 Wochen. 2 Wochen für ein CE? 2 Wochen für ein CE und dann hast du es im Führerschein drin. Ja. Okay, das heißt aber auch Samstag und Sonntag. Lernen, ja. Auf den Samstag war ich zumindest zu Theoriestunden, genau. Sehr schön. Ja, vorne 4 Ducato, man muss ja sagen, jetzt sagt man ja 100.000 Euro und dann 4 Ducato, weil das sind ja die Fahrzeuge bei Kastenwagen, wo es schon losgeht bei 35.000, sieht vorne genauso aus, aber es ist ein tolles Auto, der Fiat, jetzt mit der neuen Automatik. Ich meine, Kabe baut ja nicht den Standard-Fiat, sondern nimmt ja gleich viele Highlights als Serie mit, wo andere das Ganze gegen Aufpreis halt nehmen, ne? Wie zum Beispiel die Automatik etc. Das heißt auch die große Maschine wahrscheinlich auf Wunsch. Wie stark ist die Maschine hier in dem? In dem ist sie 140 PS stark, jetzt wird sie aber auch als 160er oder als 180er angeboten. Wobei man sagen muss, die Automatik, der 140 PS und auch die neuen Motoren fühlen sich viel agiler an wie noch im letzten Jahr. Das heißt also, der 140er fühlt sich an wie ein 160er, sagen mir die Leute. Die Automatik, Wahnsinn. Also eine 9-Gang-Automatik, da langen auch die 140 PS, weil der schaltet so schnell, dass man es gar nicht mitkriegt. Ja, ist absolut so. Also mit der 9-Gang-Automatik hat Fiat den Kunden tatsächlich was Gutes getan, ja. Ja, vorher, ich sag nur, die Halbautomatik. Er lacht. Schön. Also auch vorne, wenn man so das Design sieht, das ist jetzt ein Fahrzeug für 2 Personen, würdest du sagen? Das ist ein 2-Personen-Wagen, ja. Ne, wir haben ja die Zusatzpolster gesehen, das heißt, wir könnten noch ein Notbett bauen. Aber ich sag mal, wenn ich so 2 Wochen Urlaub machen möchte, dann sollte ich schon gucken, dass ich ein festes Bett dann irgendwie realisiere. So, Aufbautür, was direkt auffällt, Eintrittsstufe hat er keine. Also ausfahrbar. Genau, die elektrische Trittstufe wird hier weggelassen und das Ganze dann halt integriert in den Fußbodenbereich. Genau. Ja, ist ultra tief. Tiefrahmen von Alco? Ja, korrekt. Der auch ein bisschen mehr kostet, muss man sagen. Denn wenn ich das Ganze jetzt mal sehe, es sind so die Kleinigkeiten, die Summe aller Dinge, die macht es denn aus. Und ich sag mal so, die Haltedauer von einem Kabel ist viel länger. Also wenn ich jetzt einsteige, ich habe jetzt nur 40.000, da muss er fairerweise sagen, dann schaue ich mich oft um in der, natürlich in der Region 40.000. Mhm. Aber was sind das für Kunden, die ein Kabel kaufen? Na, ich sag mal, die Kunden, die ein Kabel kaufen, die sind schon langjährig erprobt. Und haben vielleicht auch schon das ein oder andere Modell mal ausprobiert. Klassisch fangen Kunden bei einem Hobby an zum Beispiel und steigern sich dann nach und nach. Und ich sag mal so, das 3., 4. Fahrzeug ist in der Regel ein Kabel. Oder ich beschäftige mich halt schon so lange und so intensiv mit der Materie, dass ich weiß, okay, das Geld ist halt gut angelegt und halt auch über einen sehr langen Zeitraum gut angelegt. Wärmebrücken, großes Thema. Da hat Kabel viel drüber nachgedacht. Das sehen wir gleich im Inneren. Auch vielleicht mal stellvertretend für alle Kabelfahrzeuge. Es gibt wenig Wärmebrücken, die prüfen wirklich alles. Also wo Wärme kommt, wo Kondenswasser läuft, das gibt es bei Kabel nicht. Genau, also das Fahrzeug ist tatsächlich auch von vorne bis hinten durchisoliert. Wir haben standardmäßig beim Reisemobil immer eine Motorheizung mit dabei. Und immer? Immer, serienmäßig mit dabei. Und man sieht es nachher auch im Innenraum, das heißt viel von der Alderheizung halt auch bis in den Fahrerbereich mit reingebracht. Was wir natürlich nicht wegbekommen, das ist dann entsprechend die Kältebrücke Scheibe. Gut, da könnte man ja dann noch, im Zubehörhandel gibt es ja dann so Matten, die man davor machen kann, um die Scheibe ein bisschen zu isolieren, wenn es sehr kalt werden würde. Aber das ist, ich sag mal, entsprechend vernachlässigbar, zumal ich glaube, die haben noch einen Vorhang davor vorne, wenn man das möchte. Kabel selber produziert die Fahrzeuge so, dass bis minus 25 Grad eigentlich kein Vorhang benötigt werden würde. Wenn man sagt, okay, man möchte doch kälter Urlaub machen, dann kann man ab Werk noch so einen Thermovorhang dazu bestellen oder man nimmt was aus dem freien Handel. Genau. Ja, es fängt an mit den Sitzen. Da habt ihr jetzt nicht gespart. Gibt es die nur so oder gibt es die auch billiger, die Sitze? Nee, tatsächlich ist Leder schon was sehr Feines. Im Klassikbereich startet es allerdings mit Stoff und geht dann hoch in Leder, ja.
zur Integration vom Fahrerhaus. Hier sieht man, das Ganze ist nicht so schnelllebig bei Kabe. Das heißt so, das Design, was man hier so sieht, das kommt jetzt erst zum Beispiel bei Morello, das hellere Holz. Kabe hat er schon immer gehabt. Ja, wobei das ist tatsächlich auch eine Nuance heller geworden und die Hochglanzklappen sind verschwunden. Das heißt, wir haben jetzt normal matte Klappen, was ihn, ja, ich finde, noch ansprechender gemacht hat. Viel wohnlicher. Ja, teilintegriert, vollintegriert. Hier sieht man eine gute Integration. Vorne das Fahrerhaus ist natürlich schmaler, aber trotzdem viele lieben teilintegrierte, weil sie denn doch das Gefühl haben, es ist etwas kompakter, was aber ein Trugschluss ist, oder? Also Platz hat man natürlich im Vollintegrierten mehr, ja. Aber wie du schon gesagt hast, viele lieben halt auch die Optik, das Design von einem normalen Fahrzeug noch und die wollen halt nicht die Optik des Vollintegrierten. Genau, ja cool. Ja, Leute, die ein Kabe fahren auf dem Campingplatz, wenn die auf dem Campingplatz kommen, was erleben die oft? Leute wollen reingucken, oder? Auf jeden Fall. Also erstmal heißt es immer, Kabe, was ist denn das? Weil klar, nur die schon, wie ich eben gerade sagte, sich lange damit beschäftigen, kennen eigentlich Kabe als Produkt, weil der halt in Schweden zu Hause ist und mehr im skandinavischen Bereich vertreten ist. Und bei uns sieht man ihn noch selten und wir sorgen dafür, dass es mehr wird. Remis, so der Standard. Die sind auch gut, muss man sagen, oder? Die Blinds hier. Ja, absolut. Also Remis ist da tatsächlich auch Marktführer. Genau, wenn man gerade so lieb ist, eins mal zumachst, dass man das mal sieht. Das geht schnell und einfach und vollkommen unkompliziert, oder? Man drückt hier zusammen und dann schiebt man in. Übrigens, wenn das mal so ein bisschen knittert, das macht gar nichts, denn beim nächsten Zudrücken ist es wieder weg. Genau. So, und das war's. Und das Gleiche gibt's auch vorne. Das isoliert schon mal ein bisschen. Das heißt, also die Luft erwärmt sich dann drin. Das sieht man auch, wenn man morgens dann aufmacht, kann sich schon mal ein bisschen Kondenswasser bilden. Das kann sein. Dadurch, dass wir aber, wie gesagt, diese Aufbau- und Heiztechnik haben, können wir da relativ schnell gegensteuern. So, hier vorne. Jetzt haben wir gerade, das kennt man natürlich auch aus ganz vielen anderen Wohnmobilen. Großes Panoramafenster vorne. Aber die Isolierung hier, muss man schon sagen, das ist nicht nur winterfest, sondern das ist arktisfest fast, oder? Absolut. Na, also, ich habe ja eben gerade gesagt, bis minus 25 Grad, so wie er hier steht, kein Problem. Und danach können wir halt immer noch weitermachen. Ne? Deine Größe? Meine, 1,86. 1,86. So, Stehhöhe, wenn du mal gerade ein bisschen nach vorne kommst, das ist gar kein Problem. Die Leute sagen immer, weil ich die Patricia mal mitgenommen hatte mit 1,76, die war immer, oder ich glaube sogar 1,72, das war ein bisschen kleiner, aber auch mit 1,86 fühlst du dich schon beengt? Überhaupt nicht. Ne? Also wir haben hier tatsächlich auch für große Menschen genug Platz, dass man nicht unbedingt den Kopf knicken muss. Ja, großes Thema ist ja Durchfahrtshöhe, Brücken und so weiter, die Höhe von dem Fahrzeug ungefähr. Knapp über 3 Meter. Knapp über 3 Meter. Da komme ich überall mit durch. Man sollte trotzdem Schilder lesen, oder? Wäre nicht schlecht. Es gibt doch das ein oder andere Land, wo es auch 3 Meter Brücken gibt. Setz dich mal kurz hin, bitte. Jawohl. So, das ist jetzt, das Schöne ist, hier findet ja dann viel statt. Und ich setze mich mal ganz kurz neben dich, dass man das Ganze mal sieht, wie die Raumausdehnung hier ist. Denn man hat hier was ganz Besonderes. Man hat keine störenden Teile in der Mitte, da ich ein Heckbad habe. Und das ist phänomenal. Also das sieht aus wie im Hotelzimmer hier. Ja, was hier schön ist, man hat halt auch nichts beengt. Ne? Also es ist schön weitläufig groß und extrem ansprechend, ja. Du kannst hier durchgucken. Das heißt also, wenn jemand sich liebt und zum Beispiel kochen möchte und hinten liest mal einer oder guckt noch ein bisschen Fernsehen hinten auf dem Tablet oder wo auch immer. Ich bin nicht irgendwie getrennt. Das Bad und die Optik, das ist nicht nur Show, sondern das ist echte Qualität bei Kabe. Und es funktioniert. Echt? Nee, also das Kabe steht halt für Qualität und man sieht es in allen Nuancen, Facetten, sei es die Isolierung bzw. das Polster hinten im Bettenbereich. Wir haben an Wänden haben wir Polsterstoffe. Also wenn wir normal miteinander sprechen, halt es nicht. Es wird viel geschluckt, aber isoliert zusätzlich auch noch. Großes Thema Klappern. Die Leute sagen immer, ja, ein nicht klapperndes Wohnmobil gibt es nicht. Wie ist denn das mit dem Klappern hier? Dadurch, dass wir halt hohen Standard haben, klappert es in der Regel auch nicht. Klar kann es passieren, aber in der Regel sind das Einstellungssachen. Mhm. Ja. Also ich kenne das ja bei ganz vielen, wo also der ganze Möbelaufbau bei jeder Bodenwelle knirscht. Jetzt haben wir 1 Tonne Zuladung, Luftfeder. Habt ihr schon mal die Fragen danach?
immer wieder. Ne? Ja. Also Luftfeder einmal für die Zuladung selber, aber vor allem halt auch für den Fahrkomfort. Ne? Ja. Macht viel aus. Also wer das noch nie probiert hat, habt ihr mal ein Fahrzeug da hier zum Probieren mit Luftfeder? Oder habt ihr sowas nicht mal, dass die Leute mal eine Proberunde fahren können? Aber ich habe gesehen, im hohen Norden, ihr habt nur neue Autobahnen, es gibt keine schlechten Straßen. Aber das ist schon Wahnsinn, der Unterschied Luftfeder zu Nicht-Luftfeder. Ja. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier oben im Norden haben wir halt viel flaches Land und da wird es nicht ganz so häufig benötigt. Leider haben wir nie ein Ausstellungsfahrzeug da. Also das wäre wirklich Zufall, wenn eins hier stehen würde, dass man es ausprobieren könnte. Ja. So, also unbedingt mal probieren, denn es gibt auch viele Videos, wo die Leute Luftfeder ausprobieren. Man muss es selber gefahren haben. Das Tolle ist, egal wie stark die Zuladung ist und wie ich das Fahrzeug beladen habe, es gleicht sich automatisch aus. Genau, wir haben ein Kompressorsystem dahinter und ich kann es entweder manuell steuern oder halt automatisch steuern lassen. So, ich gehe mal kurz noch mal ein bisschen raus. Du bleibst mal gerade sitzen, denn dieser Tisch hat es mir angetan. Der ist nämlich höhenverstellbar und das sagt mir üblicherweise, hier könnte man noch ein Bett bauen. Genau, das hatten wir eben gerade gesehen mit dem Zusatzpolster. Das heißt, dadurch, dass ich halt diese Hubsäule habe, kann ich ihn absenken, das Polster drauflegen und dann entsprechend ein Notbett generieren. Oder ihn halt auch, wenn ich das als Höhe nicht angenehm finde, halt höher oder niedriger dann setzen. So, der ist auch leicht, ich sag mal, der Mittelpunkt ist nicht in der Mitte, sondern wenn ich ihn drehe, kann ich ihn zu mir ziehen, kann ich ihn auch ausziehen, ist das möglich? In dem Fall jetzt nicht, wir haben nur die Elemente, dass ich ihn halt entsprechend in zwei Richtungen halt schieben kann. So, ich zeig mal gerade hier unten, da wo viele Hersteller, ich sag mal, solche Notsysteme installieren mit Doppelboden im Fahrerhausbereich. Das ist ja hier, ich sag mal, klar, hier habe ich jetzt einen Doppelboden, aber das ganze Fahrzeug hier drunter habe ich nochmal einen Doppelboden. Korrekt. Ne? Und hier vorne sieht man es ja auch im Podestbereich nochmal die entsprechenden Radiatoren, um auch die Kältebrücken, wie wir sie eben gerade angesprochen haben, halt zu minimieren und zu verkleinern, ja. Also die Radiatoren heißt, das funktioniert wie eine zentrale Warmwasserheizung zu Hause. Genau. Also man kann sich das vorstellen, als wenn ich zu Hause den Heizkörper aufdrehe, so habe ich hier halt auch ganz kleine Heizkörper im gesamten Fahrzeug verteilt und die erwärmen das Fahrzeug tatsächlich auch gleichmäßig an allen Stellen. Mhm. Was ist hier drunter unter der Bank? Kann man noch was reinmachen? Ha, jetzt habe ich dich. Ja. Ich will mal irgendwas finden, was du nicht weißt. Ja. Wir haben jetzt hier drunter die Heizung? Wassertank. Ein Wassertank, okay. Genau. Ach, das kann man rausnehmen. Ja. Das ist ja stark. Zeig mal. Da ist der Wassertank drunter. Das wäre meine Vermutung gewesen, aber ich bin tatsächlich lieber so einmal nachgucken und dann die Auskunft geben als... Zeig mir mal gerade das Holz, wie schön das gemacht ist. Also wenn du siehst, das ist wirklich aus der Werkstatt, da hast du richtige Stahlverbinder drunter. Ja. Das Ganze ist verschraubt mehrfach. Das ist schön anzusehen, oder? Absolut. Also das ist das, was Carbo ausmacht. Ne? Die Qualität, alles wird im eigenen Haus gemacht, was Holz angeht und kann entsprechend auch nochmal nachgearbeitet werden, wenn irgendwo was nicht ganz sauber war. So, wir bauen uns nochmal kurz ein, denn der Nächste, der kommt, der landet dann am Wassertank. Aber das, ich sag mal, ihr habt wenig Stress in der Werkstatt mit Carbo? Bis jetzt noch gar kein Stress. Echt? Ja, und wenn man mal eine Kleinigkeit hat, sag ich mal, dann hat Carbo ein sehr, sehr gutes After-Sales. Okay, das Thema ist natürlich, ist mal was, auch nach Ablauf der Garantie. Das kenne ich von den großen Anbietern. Kann man das rausziehen eigentlich? Genau, das kann ich rausziehen und theoretisch sogar noch meinen Sitzplatz erweitern, wenn ich möchte. Okay, das heißt, wenn zwei Leute sitzen oder jetzt einer sitzt, dann kann ich an der Seite noch was ablegen zum Beispiel, könnte noch was draufstellen. Aber ich habe ja ein Zwei-Personen-Fahrzeug plus Enkelchen. Das hier könnte ein Fernseher drin sein, oder? Da könnte ein Fernseher drin sein, genau. Da ist der. Der Druckknopf. So, der ist jetzt nicht montiert, aber den kann ich rausziehen. Und dann kann ich ihn rausziehen. Warte mal, ich zeig das mal gerade vom Fahrersitz. Ja. Du musst das mir einmal zeigen, denn das ist so schön gemacht. Also die Arretierung lösen und dann fährt er entsprechend auf seinem System hier runter. Bitte noch einmal etwas langsamer. Das ist so schön. Guck mal hier, vorne die Schwerlastschienen, die drin sind. Genau. Wozu brauche ich hier Schwerlastschienen? Aber Carbo macht's. Es ist halt das Zeichen Qualität, lieber einen Schritt mehr als einen zu wenig und das zeichnet den Hersteller aus und am Ende aber auch den Preis. So, bitte mal ganz langsam rausziehen, das ist schon fast wie, ach, wie schön, guck mal hier, wie das zieht und ganz leicht, oder? Ja, und wenn ich loslasse, fährt er halt auch von alleine wieder rein. So, ist natürlich klar, wenn da ein Fernseher dranhängt, dann schlägt es nicht ganz so stark ein, aber es ist genau nivelliert. Die Fernsehergrößen werden immer größer. So 42 Zoll habe ich gesehen. Sind da Nachfragen nach?
Na, das sind eher die Ausnahmen. Ne? Ja. Was jetzt mehr im Kommen ist, sind tatsächlich 32 Zoll, ja. Aber der Klassiker sind immer noch 19, 22, 24. Das sind die klassischen Größen. So, komm mal, wenn du das nochmal zumachst, bitte. Das sind die Klappen, Push. Immer Push, genau. Mach mal bitte auf, dass wir uns mal die Scharniere mal angucken. Oh, Gasdruckfedern. Wollte ich als nächstes drauf eingehen. Auch da, es geht von alleine auf, hält sich von alleine oben und das Ganze halt Gasdruck gesteuert. Das ist wie aus dem hochwertigen Möbelbau. Gasdruckfedern habe ich ja selten. Gut, ich kenne die kleinen silberfarbenen. Die kennst du, diese Mini-Gasdruckfedern? Ja, das sind aber richtige. Ja, genau. Also hier haben wir schon was Anständiges verbaut und auf Norddeutsch würde man sagen, kein Plünn. Kein Plünn? Kein Plünn. Boah, ich muss mich echt hier gewöhnen an alles. So, mach nochmal zu bitte. Das ist der Stauraum. Klar, ich meine, ich habe hier die entsprechende Länge vom Fahrzeug. Wie lang ist das? 7,40 Meter. 7,40 Meter. Ja. Krass, das Raumgefühl. Wenn du mal gerade ganz mal durchgehst nach hinten. Ich zeig mal was Besonderes. Denn das Fahrzeug ist komplett durchgehend ohne jegliche Stufe. Und es ist ja so, hier werden wahrscheinlich keine 19-Jährigen oder selten 19-Jährige den Kabe kaufen, sondern oft sind es ja auch Menschen, die, ich sag mal, Ruhestand sind und so weiter. Und da gibt es viele, die sind nicht mehr so ganz so gut zu Fuß. Wie ist so die Erfahrung mit Kabe, der ganz tiefe Einstieg, keine Stufe zum Bad, das ist wirklich toll, oder? Das sind natürlich auch die Argumente, die Kabe ausmachen. Ne? Mhm. Also sprich, alles barrierefrei oder möglichst barrierefrei. Und wir haben es aber auch schon, dass, ich sag mal, im mittelständischen Alter tatsächlich auch schon Kunden auf den Kabe gehen. Das glaube ich. Denn klar, wenn ich das Geld habe, Geld ist so günstig wie nie zuvor. Finanzieren kann man, glaube ich, 10 Jahre bei euch, oder? Und mehr? Theoretisch, wenn man möchte, bis zu 180 Monate. Das geht. Und die Banken machen das auch mit, weil der Werterhalt gut ist von den Fahrzeugen. Zinsen sind wirklich sehr gering. Was spricht dagegen, einfach mal zu leben? Ihr habt vorne einen Spruch von Mark Twain, habe ich gesehen, der sagt, man soll irgendwie, was ist der Spruch, der ist bei euch in der Werkstatt, hängt der? Vorne, ich weiß es nicht ganz genau. Du weißt es nicht? Ah, ich gucke selten auf den Spruch. Aber am Ende des Tages, lebe dein Leben. Ne? Also ja. Jeder Tag kannst du nicht zurückholen. Wir haben ja mit einer Kundschaft zu tun, die halt im gehobenen Alter ist. Und da kommt es auch schon mal vor, dass der ein oder andere Schicksalsschlag mit dabei ist. Und so kann man tatsächlich aus der Erfahrung der ganzen Kunden halt immer wieder den Tipp geben, wenn das dein Wunsch ist, erfüll ihn dir. Und wir helfen dir dabei, deinen Wunsch halt auch wahrzumachen. Krass, also mir gefällt das Fahrzeug jetzt schon. Das Gemeine ist, ihr habt die hier in einer warmen Ausstellungshalle stehen, weil viele Händler haben die natürlich auch draußen stehen. Meistens, die werden ja auch nicht besser draußen, da geht dann Schmutz und Staub und so weiter rein, aber man kann sich hier stundenlang umgucken. Im Moment ist ja ein bisschen Lockdown, das heißt, im Moment kann man sie nicht angucken, aber wenn es denn wieder kommt, man sollte Zeit mitbringen, oder, wenn man Kabel besichtigt? Auf jeden Fall. Und wenn man dann noch eine Beratung wünscht, dann ist man auch gut und gerne mal so 2 Stunden in einem Fahrzeug unterwegs. In einem Fahrzeug. So, mach mal hier auf bitte. Küche. Mhm. Denn Leute kochen gerne. Dunstabzug. Ja. Ist leider nicht möglich bei Kabe, oder? Wie wir sehen, ist das Ganze halt immer serienmäßig mit dabei. Immer, gell? Ja. Ja, das sieht man nämlich hier vorne. Da ist der Dom. Da geht es auch nach draußen. Keine Umluft. Ja, korrekt. Genau. So, das heißt, hier kann ich dann den norddeutschen Fisch braten. So, der Jan ist auch Norddeutscher. Der Jan ist auch Norddeutscher, genau, korrekt. Warum ich das so betone, wenn wir hier aus dem Saarland kommen, ich in Frankreich wohne, das erste Mal so weit im Norden, zumindest mit dem Auto, aber es wird mich demnächst noch mehr packen, das ist okay, oder vom Stauraum auf der Größe? Ja, also am Ende des Tages kommt es auch darauf an, was möchte ich eigentlich mit dem Fahrzeug machen und wie lange möchte ich unterwegs sein. Und ich sag mal, Lebensmittel würde ich sowieso eher frisch besorgen und von daher reicht der Stauraum eigentlich vollkommen aus. Gut, ich habe 1 Tonne Zuladung, man kriegt den voll. Anfängerfehler bei vielen Campern ist, ich packe alles rein, was ich reinkriege. Und dann am Schluss fahre ich jahrelang mit Sachen rum, die ich nie brauche. Wie gehst du damit um? Tatsächlich, die ersten Male war es bei uns genauso. Aber das ist ganz normal. Also das ist ein Findungsprozess. Ich sag mal so 3, 4, 5 Mal Urlaub gemacht und dann weiß ich nachher auch ganz genau, weiß nicht, das benutze ich nicht. Und dann sollte man sich aber auch ein bisschen disziplinieren und sagen, dann schmeiße ich das raus. Ne? Ansonsten, wenn man mal das Fahrzeug tauscht, wir hatten ja das Thema Inzahlungnahme eben gerade, dann ist man schon mal 1, 2 Stunden dabei, alleine das Ganze auszuräumen. Ja. Ich habe es jetzt gemerkt, ich kriege ja ein neues Fahrzeug. Ich habe den halben Keller voll stehen mit Sachen, wo ich mir gesagt habe, das nehme ich nie wieder mit. Aber warte mal, in einem halben Jahr ist er wieder. Mach mal auf, bitte. Ja.
denn ich habe auch oben drüber direkt eine Arbeitsplattenerweiterung. Genau, korrekt. Na, also das Ganze hier rausziehen. Ach, wie schön sich das anhört. Zieh mal raus. Das ist Holz, gell? Ja, das ist Holz. Und ich kann es entweder als Erweiterung nehmen oder ich nehme es ganz raus, dann habe ich theoretisch auch mein Schneidebrett mit dabei. Ja, da wird natürlich niemand drauf schneiden, weil die Leute da mit Ehrfurcht, aber es gibt Leute, die schneiden drauf, weil sie einfach sagen, das ist ein Gebrauchsartikel und ja, fertig. Kann man das nachkaufen, das Schneidebrett? Also fast alles, was ich hier sehe, kriege ich im Nachgang auch wieder. Wir hatten ja eben gerade das Thema After Sales, also das gibt's. Ist auch sehr unkompliziert, ja. Jetzt baut ja Kabe schon ewig Wohnwagen, da kommen die eigentlich her. Wohnmobile noch gar nicht so lange, oder? Oder doch? Naja, Wohnmobile bauen sie jetzt seit 25 Jahren, meine ich. Das, 25 Jahre? Ja, seitdem. Man sieht sie aber wirklich selten, die Wohnmobile, oder? Das ist das Problem. Es sind halt keine großen Stückzahlen, aber dafür schon langlebig Erfahrung. Und wie gesagt, sie fahren immer noch, weil das Thema, wie lange kann ich eigentlich ein Kabel fahren, hattest du eben gerade mal kurz angerissen. Mhm. Wenn ich möchte, mein Leben lang. Das ist wirklich so. Es sei denn, die Euronorm macht mir irgendwann einen Strich durch. Ja, Elektromobilität gehen wir heute nicht drauf ein, aber da sind die ja abhängig von den Basisfahrzeugen, die kommen. Mach mal unten drauf auf, dass wir mal reingucken kann. Da ein Mülltrennsystem sogar mit eingebaut. Gibt es die Möglichkeit, aus den zwei Mülleimern einen zu machen? Geht das? Wenn ich möchte, kann ich alles bekommen. Mhm. Okay. Also, weil es gibt ja Leute, die brauchen keine zwei kleinen. Oben drüber, was ist da drin? Schublade oder haben wir? Ah ja, okay. Jetzt muss man sagen, wenn du mal kurz da mal stehen bleibst, ich zeig mal gerade, man hätte die natürlich auch weitermachen können. Aber dieses Raumgefühl wäre dann stark beeinträchtigt. Deswegen sind oben die Schränke auch nicht so groß. Das Ganze wirkt sehr positiv auf den Raum dann. Einmal das und in der Handhabung selber auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Küche stehe, und ich hätte sie jetzt noch tiefer und ich würde mich bücken, dann würde ich immer mit dem Kopf gegenstoßen zum Beispiel. Und so ist es halt einmal vom Durchgang her, aber auch von der Nutzung optimal halt gemount. Waschmaschine, viele lachen drüber. Aber kommen wir mal zum Thema Spülmaschine, ja. Denn ja. Ich sag mal, viele Menschen sagen, ich hätte keine Spülmaschine. Dann kommt aber der andere und sagt, ach, wir sind doch im Camping, braucht man nicht. Ist das möglich bei euch? Kann man die nachrüsten? Es ist kompliziert, aber machbar, wenn man möchte. Machbar. Ist auch gar nicht so teuer. Das heißt, wenn jemand keine Lust hat auf Spülen, denn man kann ja nur den Tipp geben, wenn die Frauen nicht so richtig auf Camping wollen, das hier ist eine Küche. Entweder soll der Mann kochen oder man geht essen. Das ist, glaube ich, eine gute Alternative. Kommen wir mal zum Thema Herd. Das ist kein Pseudo-Drei-Flammen-Kochfeld, sondern ein richtiges. Ja, wir haben hier auf jeden Fall Platz, um mal eine Pfanne, einen Topf oder zwei Töpfe entsprechend auch hinzustellen, genau. Ja, das heißt nicht das Billigste hier verbaut, Edelstahl, Waschbecken mit drin wie zu Hause, genau. Druckwasserpumpe? Ja, ja, korrekt. Also die Frage hätte man gar nicht stellen müssen, nee. Aber ich sag mal da jetzt eine Saugpumpe wie beim Wohnwagen, das gibt es bei Kabe nicht. Nein, also Kabe, wie gesagt, immer ein Schritt mehr als ein zu wenig. Wenn ich zweifle, ob er es hat, hat er es eigentlich. Okay, so, da sind noch mehr Schränke, denn ich habe ja auch Töpfe, müssen irgendwo hin, da habe ich jetzt einen tiefen Schrank. Ja. So, das Thema Zentralverriegelung, da vorne sieht man es. Ich habe jeweils einen zentralen Schalter. Genau, drehe ich ihn, dann sind unter dem Schalter sozusagen gleich alle Schränke entsprechend verriegelt. Drehe ich ihn zurück, sind alle wieder offen. Manuell natürlich. Das heißt, also nichts klack, klack, was kaputt gehen kann. Kriegst vielleicht nicht mehr auf. Oder das gibt es automatisch? Man könnte es auch elektrisch machen. Würde ich allerdings von abraten. Ich würde es manuell machen. Ja, jetzt guck mal hier, den Schalter da zu drehen. Ich glaube, das kriegt jeder hin, oder? Ja. Also das kann ich mit einem Finger machen, ne? Das super easy. So, daneben gleich noch mehr. Nochmal die Absperrhähne und weiteren Stauraum. Ne? So, da sind die Absperrhähne und unten drunter das gleiche. Ähnlich. Genau. So, nochmal. Warte mal, ich will mal kurz rein. Mal kurz reingucken können. Ja, Hanging Garmin. Ihr kommt ja aus dem Norden, ihr könnt ja alle Englisch. Was heißt das? Hanging Garment, das heißt Stoff, der hängt, also ja. Entsprechend Gardinen. Genau, könnte oder sein. Vorhänge oder. Also, ja. Das ist so, wenn du Sachen aus China bestellst und die kommen im Container und du bestellst Hanging Garment, dann heißt das, dass die Anzüge aus China hängend kommen. Wo ist denn der Hanging Garment Kleiderschrank bei dir? Ah, verstanden. wir haben dadurch, dass wir so gebaut sind, tatsächlich keinen Kleiderschrank hier, beziehungsweise wenn wir hinten ins Badezimmer gehen, dann haben wir hier sozusagen noch mal eine kleine Kleiderstange. Naja, der ist schon groß.
Und du hast eine zweite Kleiderstange, die hast du mir auch noch verschwiegen. Das heißt also, das sind ja Fahrzeuge, da kommen wir gleich mal zum Bar zu. Ja. Aber das wäre der Schrank, da kann ich jetzt schon relativ viel reinmachen, auch Jacken und so weiter. Also doch Hanging Garment, ein bisschen. Ja, genau. Also die Kleiderstange haben wir da. Man muss halt nur wissen, man hat immer noch die Außenstauraumklappe mit dabei. Genau. So, da ist das Display für die Alde schon ein bisschen versteckt, oder? Naja, aber ich kann ja theoretisch über das Alde-Display meine Heizung steuern oder vorne über das Bedienpanel. Ah, das geht auch. Genau. Alternativ könnte ich sogar noch, wenn ich möchte, das per App steuern. So, das heißt also nicht nur über das Display, sondern ich kann es zweimal steuern. Das Ganze ist einfach zu bedienen, weil die Leute, die fragen, muss ich Abitur haben für das Fahrzeug? Nein. Das geht schon mit Hauptschulabschluss. Ja, genau. Also das ist ein in sich aufbauendes System und eigentlich auch selbsterklärend. Ne? Wenn man da Interesse dran zeigt, dann schafft man das auch sehr schnell. Fahrzeugübergabe. Ja. Ihr rollt denn natürlich den roten Teppich aus, gibt einen Blumenstrauß, aber wie lange ist die Einweisung? Oh, bei so einem Fahrzeug sollte man gut und gerne 2,5 Stunden mitbringen. 2,5 Stunden, einen halben Tag. Und dann gibt es Leute, die schon mal hier sind, dann mal Probe fahren, nochmal zurückkommen und sagen, okay, wir probieren es mal selber oder fahren die dann los und dann geht's los. Weil es gibt auch vieles zu beachten. Allein die Handbücher, die dabei sind, so Meter hoch. Naja, es ist für jedes Bauteil, was hier reinkommt, ist natürlich ein eigenes Handbuch da. Und wir empfehlen unseren Kunden tatsächlich auch ein, zwei Tage bei uns vor Ort nochmal zu verbringen. Wenn Fragen sind oder vielleicht noch ein, zwei Auffälligkeiten, dass sie nochmal wiederkommen und wir das Ganze dann halt kurzfristig abhandeln können. So, 1 Tonne Zuladung, das heißt, hier könnte ich auch eine Klimaanlage einbauen, das wäre kein Problem gewichtsmäßig. Also das macht Sinn, die wirklich aufzulasten. Nachträglich geht nicht mehr. Das heißt, wenn ich einen 3,5 Tonner hole, das ist ein anderes Chassis. Genau, also einen 3,5 Tonner kriege ich aufs absolute Maximum mit technischen Änderungen bis 4 Tonnen aufgelastet. Dann ist aber auch Ende. So, also ein bisschen weniger. Aber naja gut, man soll sich damit natürlich beschäftigen, aber wenn ich so lange fahre, sollte die Ehefrau, aber oft haben ja die etwas Älteren, die haben ja noch den alten Dreier, da geht's ja. Noch haben wir unsere Kundschaft, die den alten Führerschein hat, genau, korrekt. So, hier vorne sind viele Taster, was können die? Vor allem Licht steuern und wir haben aber, wie man sieht, auch zum Beispiel so einen kleinen Schalter, um Radio zum Beispiel mit anzuschalten, ne? Also ein bisschen Multimedia auch zuzuschalten, ja. So, Bett. Bettenlänge 1 Meter und 86 ist er groß. Das Bett ist ausreichend. Das hier auf der Fahrerseite ist ein bisschen länger. Das ist korrekt. Also in der Regel hat man immer ein längeres und ein kürzeres. Es sei denn, ich habe so ein langes Fahrzeug, dass sie dann entsprechend symmetrisch sind. Ja. So, jetzt ist es so, Längsbetten ein großes Thema. Ich kann aber jetzt hier in der Mitte nicht sagen, ich baue es zu. Da gibt es da Lösungen. Wenn, dann nur in Eigenkreation. Dadurch, dass wir das Heckbad haben, brauchen wir natürlich einen Gang und den Platz für die Tür. Das heißt, hier schläft man dann auch separat. Okay. Das ist so. Aber das, ich sag mal, das wollen ja auch viele. Thema Schnarchen ist ja das große Thema. Das sollte man vorher wissen, denn hier eine Entkopplung, da müsste ich schon Steinwand hochziehen in der Mitte, damit es dann richtig schön entkoppelt wird. Ja, der Kühlschrank, wir haben ihn schon oft gezeigt, aber das ist wirklich eine tolle Entwicklung von Dometic. Den gibt es sogar als Kompressor, wenn man will, den gleichen. Aber das ist ein AES, oder? Das ist ein AES-Kühlschrank, genau. Der schaltet automatisch um. Und ist schon über Jahre erprobt und jetzt mit dem Doppelanschlag neu gekommen, traumhaft. Mach mal auf. Immer wieder gern gesehen. Genau. So, einmal Kühlschrank von der einen Seite oder wenn es mich dann im Bett nach Bier lustet, dann kann ich es halt auch von der anderen Seite öffnen. Ich merke, ihr seid aus dem hohen Norden. Ich habe witzigerweise aus dem Saarland Flensburger mitgebracht, 0. Also es gibt das als 0-0 Bier, wahrscheinlich für dich ganz schlimm, aber ich sag mal, ich habe es dabei. Aber die Getränkenummer ist eine Sache, aber hier habe ich richtig Platz für Pizzas und Co. Hier kann ich mein frisches Gemüse eingefroren mitnehmen von Bofrost oder wem auch immer. Ja, na, also das ist auch ein hochwertiger Kühlschrank, wo ich auch mal wirklich was tief kühlen kann. Ne? Super. Ja. So, unten drunter noch ein Schrank, denn ich sag mal, Schränke sind ganz wichtig, damit ich mich organisieren kann. Schränke habe ich satt und mass, also bestimmt ein Dutzend Schränke hier drin oder mehr. Ja, also Stauraum ist immer ein Thema und wie gesagt, wenn man sich einmal ausprobiert hat und erstmal alles mitgenommen hat, dann reduziert man sich nachher automatisch. Da ist die Heizung. Genau, da haben wir einmal die alte Heizung und die entsprechende Technik dazu. So, die ist vollkommen wartungsfrei. Das Einzige, glaube ich, was man machen muss, ist die Flüssigkeit ab und zu mal wechseln. Da gibt es aber so einen Trick. Ich glaube, es gibt eine Flüssigkeit, die sehr lange hält, oder? Ja, es gibt von Alde 2 Flüssigkeiten und ich sag mal, selbst die Standardflüssigkeit hält in der Regel 5-6 Jahre, bis man mal einen
Schuss nachkippen muss. Okay, das ist deswegen da, wenn man ihn mal stehen lässt und es wird unter 0 Grad, damit es nicht einfriert, oder? Ja, genau. Und ich glaube, die, also man soll sie ab und zu mal überprüfen lassen. Ihr seid natürlich Alde autorisierter Vertragspartner, oder? Absolut. Na, also wir haben uns, Alde gehört ja auch zu Truma und wir sind schon seit Jahrzehnten Truma Premium Vertragspartner und entsprechend können wir es mit Alde ebenfalls realisieren. So, XL-Version merke ich gerade vom Video, denn es gibt viel zu zeigen. Ist unter den Betten noch Stauraum? Ja, also wenn wir das Ganze mal tagesdecken, also wir haben Topper, wir haben Matratze, wir haben Tagesdecke. Warte, zeig das nochmal. Du hast wie beim ich sag mal, großen Bett hast du wirklich mehrere Systeme, damit es optimal abgefedert wird. Ja, wir wollen natürlich nicht nur wohnen und da den Komfort haben, sondern ein sehr wichtiges Thema ist natürlich auch das Schlafen. Und das spiegelt sich dann, wie gesagt, in der Matratze, im Topper, in dem gesamten System halt wieder. No. Ich zeige mal gerade die Matratze oben drauf. Der Topper, der macht ja natürlich nicht mehr so viel, aber das ist der Restkomfort, wo man dann sagt, hey, ich schlafe wie im Hotel. Leute sagen immer öfter, ich schlafe besser als zu Hause. Aber das ist subjektiv oft, oder? Das ist definitiv eine Subjektivität, aber diese Aussage kommt immer häufiger tatsächlich. Ja. Technik, darf man das zeigen? Was sagen die Elektriker in der Werkstatt bei euch? Wenn die so ein Alde sehen, sind die stolz drauf? Oder sagen die, mein Gott, die Schweden, die könnten mal... Nein, also wer sich damit auskennt, für den ist es natürlich kein Problem. Und wir haben Spezialisten in jedem Bereich, so auch im Elektrikbereich. Und das ist nachher gang und gäbe, Standard. Mastervolt, das teuerste vom teuersten aus der Schifffahrtstechnik, ist hier verbaut. Aber es sind verschiedene Systeme, die hier dafür da sind. Solar, wird das oft gefragt? Ja, wird auch immer mehr autark stehen, gerne auch... Lithium wird immer mehr, wobei das noch in den Kinderschuhen steckt, sag ich mal. Wobei bei Kabel ist auch die Frage nach Lithium halt immer größer. Ne? Gut, ihr könnt ja alles nachrüsten, das geht in der Werkstatt. Hier sieht man es von außen, das ist natürlich ein ganz tolles Detail. Komme ich ganz bequem dann auch an den Bierkasten, den du eben erwähnt hast, ja, mit Alkohol oder ohne ran. Und da ist noch eine Kleinigkeit, ist das ein Filter oder die Pumpe? Das ist ein Zusatzbauteil, jetzt muss ich selbst auch mal gucken. Ulipa? Nee, Gulpa 220 von Whale. Könnte die Pumpe sein, oder? Das ist ein Pumpensystem, genau. Ja. Stark. Also ich mag das ja. Allein hier die Gasdruckfedern, die hier drin sind mit einem Anschlagsbegrenzer, das ist gedacht, um das täglich zu benutzen. Gibt es Leute, die, ich sag mal, unterwegs sind das ganze Jahr mit dem Kabel? Oder weniger? Kommt nicht selten vor. Tatsächlich Ende des Jahres wieder ein Kabel aufgeschrieben, wo, die Person halt aussteigen wollen und dann über Jahre in dem Fahrzeug auch leben. Aufgeschrieben. Das heißt, du hast einen verkauft. Das ist die Verkäuferfachsprache. Aber es ist ja so, ich meine, auf der einen Seite, es muss ja auch irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden. Tun die Leute schwer, wenn du hier eine Ausstellung hast mit Hunderten von Fahrzeugen, sich für ein bestimmtes Modell zu entscheiden? Wie gehst du denn davor, um den Leuten den letzten Ruck zu geben? Weil die sollen ja irgendwann sich auch mal entscheiden, sonst wären sie ja nie mehr glücklich. Am Ende des Tages ist es natürlich ein Findungsprozess. Und mit 3, 4, 5 fachspezifischen Fragen hat man eigentlich relativ schnell das Fahrzeug. Frage 1. Wie geht's Ihnen? Nein. Das bleibt so ein bisschen Berufsgeheimnis. Berufsgeheimnis. Aber es ist oft so, dass die Leute oft am Bedarf vorbeiplanen, Hubbett fahren, Hubbett spazieren, brauchen es vielleicht nie. Genau. Na, also ganz häufig kommt dann, falls mal die Enkel mitkommen und so weiter. Ja. Und doch nie mit. Ja. Dann ist es vielleicht in 10 Jahren zweimal passiert und dann hat man sich für ein Fahrzeug entschieden, was vielleicht nicht 100% zu einem gepasst hat und dann wird vielleicht auch nochmal getauscht. Also der Grundriss gefällt mir. Das ist der Außendienstgrundriss. Das ist der Außendienstgrund. Nee, der ist wirklich toll. Ja. Da unten auch, da habe ich jetzt mehr Stauraum. Da nochmal drunter gucken. Wow! Guck mal hier, das ist Wohnwagen. Da merkt man, dass ich aus dem Wohnwagenbereich komme, oder? Ja, absolut. Na, also wir haben für alles halt Platz. Ne? Egal, was man mitnehmen möchte, das kriegen wir eigentlich auch mit. Da ist noch so ein Whale-Ding. Ist ja spannend. Also das kriegen wir raus, was das ist. Und dann schreibe ich es in den Text mit rein. Und dann machen wir das fertig. Ja, du weißt relativ viel. Du bist hier geboren in dem Unternehmen quasi. Du hast nie was anderes gesehen, oder was? Tatsächlich nicht. Ich bin seit 2015 mit an Bord. Ja. Davor immer noch so ein bisschen hobbymäßig. Gelernt bzw. studiert habe ich Wirtschaftsinformatik und bin dann vorher bei einem hiesigen Telekommunikationsunternehmen gewesen. Und bin tatsächlich durch meine Frau hierher gekommen. Sehr schön, Wirtschaftsinformatik. Das heißt, du bist gut im Rechnen, Mathe? Hoffe ich. Im Verkauf ist das sehr von Vorteil, ja. Das glaube ich. Ja, ist ja schön. Mach mal hier oben auf, bitte.
Das ist ja Socken und so weiter. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen unten schmaler wie oben. Das heißt, Kopfstoßen ist hier nicht so einfach. Genau. Ne? Man sieht auch an der Form der Dachstauschränke, dass es halt nach unten reingeht und entsprechend Kopfstoß minimiert. Boah, ich bin echt begeistert. Ja, ist das so dabei? Sag mal, wenn du nochmal gerade zumachst bitte und das Bett mal schließt, ist der dabei, der Überwurf, der hier dabei ist? Ja. Der ist dabei. Gibt ja viel Zubehör. Ich zeig mal so ein schönes kleines Detail. Wenn man hier sich jetzt so ein bisschen, ich sag mal, kuschelt, ist das echtes Leder oder ist das so ein Kunstleder, so ein Mikrofaser? Das ist so ein Mikrofaserstoff. Ne? Es sieht aus wie Leder, fasst sich aber sehr, sehr angenehm an. Und sehr leicht zu reinigen, oder? Ja, absolut. No. Und dadurch, dass es dann auch in diesem Grauton ist, verzeiht es einem auch, wenn man mal mit dem Kopf hier ein bisschen dran reibt und so weiter, dass es bei Helmstoff dann, wo es eher mal einen Abrieb geben würde, hier halt überhaupt nicht. Aber wie schön das ist mit der indirekten Beleuchtung. Dann habe ich meine Leselampe hier mit dabei. Ich gehe mal ganz kurz, wenn du dich mal nach vorne nochmal hinsetzt, ich filme mal gerade aus dem Bad raus, dass man das mal sieht, wie groß der Platz hier drin ist und wie groß der Raum sich öffnet. Ja. Das ist also nur ein Grundriss von ganz, ganz vielen, den wir haben. Ja. Ich guck mal, vielleicht bleibe ich doch am Mittwoch noch hier, denn Kaba hat es mir wirklich angetan. Tolle Fahrzeuge. Ja, Thema Heckbad. Ja, das ist so eine Geschichte, hat man selten. Kann man jetzt sagen, gut, da geht ja viel Platz weg, aber ich habe ein richtiges Bad. Das ist der Vorteil. Das ist es. Ne? Und wenn ich ein Kabel benutzen möchte, dann ist das Thema Dusche halt auch nicht ganz uninteressant. Und da habe ich beim Heckbad natürlich den meisten Platz dann. So, ich habe ein richtiges Bad, wie ich das kenne, habe einen abgetrennten Badraum, kann zumachen, kann mich fertig machen, ohne dass ich irgendwelche Rollos in der Mitte hin und zu und weg. Genau. Also das, klar, aber der Raum, der ist natürlich nur dafür da, dass ich mich jetzt fertig mache. Aber ich kann auch hier zum Beispiel in der Dusche Sachen transportieren. Bei Kabe immer die Stange mit drin. Genau, das ist das, was wir eben gerade ja gesagt hatten. Das heißt, das ist unsere zweite Kleiderstange. Wenn ich sage, ich dusche vielleicht doch weniger hier drin und nutze die Sanitäranlagen, dann kann ich das noch als zweiten Kleiderschrank mitnutzen. Auch hier die Qualität. Habt ihr irgendwelche Risse in den Duschen oder kennt ihr das? Nee, also tatsächlich noch nicht vorgekommen. Machen wir gerade zu hier, bitte. Das mal sehen. Da ist ein Klett und Magnet. Das Ganze dann. Ja, wie man es kennt vom. Ja, man sollte es auch mit zwei Händen. Und ja. Man bedient es vor allem von innen. Ne? Ja, das ist so. Und ziehen. Jetzt kann ich zumachen. Das kann ich auch nochmal als Stauraum nutzen während der Fahrt. Hier oben habe ich nochmal ein großes Heki mit drin. Ein Hebekippfenster. Leute sagen, schön hinter dir, zeig mal gerade, ein elektrischer Lüfter. Sehr praktisch, muss man sagen, denn hier habe ich die Möglichkeit, den nachts anzumachen. Den kann man sogar tauschen. Es gibt die Möglichkeit, den sogar vollautomatisch mit Temperatursteuerung. Ich glaube, das habt ihr dann im Ersatzteillager liegen, oder? Ja, genau. Ne? Dann auch noch mit entsprechendem Regensensor zum Beispiel drin, dass das Ganze automatisch schließt und sich öffnet. Und wenn man zum Beispiel nicht auf das Thema Klimaanlage gehen möchte, ist der Lüfter tatsächlich sehr von Vorteil. Ja, das ist ein toller Lüfter. Also das ist so der Einstiegslüfter, der ist schon ganz hervorragend. Aber Thema ist, ich bin jetzt am Strand, lass ihn offen, Regensensor. Es gibt sogar welche, die kann ich drin lassen, wenn es regnet. Die haben hinten noch so eine Haube. Also das ist klasse. Und der Vorteil ist, ich brauche nicht immer 230 Volt, weil Klimaanlage ohne 230 Volt, selbst bei Lithium, nach 4-5 Stunden ist da Feierabend. Und das geht ziemlich, also die werden stark beansprucht dann. Ja, das ist so. Und der Lüfter, wie gesagt, auf 12 Volt. Ich kann autark stehen und trotzdem dann meine warme Luft entsprechend nach außen abführen. So, ich drehe mich mal. Jetzt gehst du mal bitte vor, dass ich mal kurz mal hinsetze auf die Toilette. Die ist drehbar? Die ist drehbar, genau. Also ich kann sie so drehen, wie ich sie haben möchte. So. Die ist drehbar. Sag mal, fragen Leute oft nach zwei Kassetten als Backup. Gibt es schon mal die Frage oder ist das bei euch nicht so? Die kommt nicht ganz so häufig bei uns. Klar ist das auch ein Thema. Aber ich sag mal, eher im unteren Prozentbereich. Ja. Okay, gibt's aber. Das heißt, ich könnte eine zweite mitnehmen, kann die unten mit Klett irgendwie festmachen und braucht dann nur alle zweimal zu leeren. Wie lange hält die ungefähr? Das kann man so nicht sagen, oder? Es ist wieder eine subjektive Frage, weil wenn ich öfter gehe, dann ist die Kassette schneller voll, als wenn ich nicht so oft gehen muss. Aber hier bei dem Klo würde ich öfter gehen. Das ist so, warte, ich zeig dich mal gerade, wie du da drin sitzt. Also ich habe hier tatsächlich Platz ohne Ende. Ne? Also, und ich bin ja mit 1,86, ich sag mal, auch schon im mittleren bzw. oberen
Level hier oben im Norden sind wir eher gen 2 Meter und auch da habe ich ohne Probleme Platz. Ja, das Schöne ist auch, bei euch im Norden, ihr macht ja grundsätzlich nur Ausscheidungen, die nicht riechen. Deswegen kann man die Tür immer auflassen bei euch. Aber wenn man das denn nicht will, aus dem Süden kommt, da riecht es ein bisschen mehr, da kann man zumachen. Ne? Ja, genau. Wir haben hier vorne noch die entsprechende Schiebetür, dass ich dann zumachen kann. Die ist auch noch gesichert entsprechend. Dass, sag mal, da oben. Hier oben zum Beispiel, ne, da ist, kann man sich sichern, dass man... ja, dass es wieder kein Klappern gibt und... Wenn du gerade so lieb bist, die mal zumachst, geht das? Oder ist die hier in der Ausstellung gesichert bei euch? Geht zu. So, da ist sie zu. Kann ich zumachen. Sehr schön. Hallo, sag mal was. Achso. Ja, also man kann sich immer noch miteinander unterhalten, aber es schluckt schon mehr Geräusche. Es schluckt mehr Geräusche, denn es gibt ja Leute, die wollen nicht die Geräusche. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn man da sitzt, man kann ja das Radio anmachen vorne und so weiter. Kann man hier noch einen Vorhang einbauen? Eigentlich geht das? Wie gesagt, wenn man möchte, kann man fast alles bekommen. Ne? Wir haben hier jetzt natürlich, das sieht man auf dem Video ein bisschen schlechter, so einen schönen Stoff, eine schöne Stoffdecke. Da wird es ein bisschen komplizierter, aber es geht. Okay, das heißt, ich könnte also jetzt noch einen kleinen Vorhang hier reinmachen, dass wenn ich mich mal vereinzeln möchte, nach vorne, das würde gehen. Aber es gibt ja viele Grundrisse, das ist jetzt nur einer. Ja. Also ich wähle den Grundriss, der auf mich passt. Schränke, zeig mal bitte. Genau, wir hatten ja eben gerade den Schrank zum Hängen. Und hier hätten wir dann zum Beispiel nochmal für unsere Duschgeschichten, Zahnbürsten etc. Aber auch unten drunter ganz kleine Schränkchen, genau. Da könnte ich dann meine... Slip-Einlagen, was auch immer ich besorgen muss beim DM-Markt für meine Frauen. Genau. So, das ist da mit drin. Hier unten habe ich dann noch meinen Rausfallschutz. Da ist das Klopapier. Nee, Handtuchhalter ist das. Klopapier ist drüber. Mhm. Oder könnte das Klopapier sein? Das ist Klopapier. Ist ja. Klopapier. Mhm. Und da passt eine Rolle rein in das Gebogene? Hier? Ja. Wäre schlimm, wenn nicht. Okay, super. Da ist noch ein Schrank. Jawohl. Guck mal, wir machen mal kurz die Dusche wieder auf. Überall Push, gell? Überall Push, genau. Selbst hier dann nochmal. Ne? Ich liebe Push. Aber stark ist, wenn du in der Ausstellung bist und die Leute wissen es nicht. Es wird viel dran gerissen. Wird viel dran gerissen, gell? Also pushen bitte, wenn ihr hierher kommt. Ja. So, das Schöne ist ja, wenn ich aus München komme, wäre Fliegen besser, aber ihr habt Kunden aus ganz Deutschland. Wir haben tatsächlich weltweit Kunden. Ja. Ja. Ne, das Weiteste, was wir bis jetzt verkauft haben, war Japan. Krass, man merkt, dass du aus dem Marketing kommst, ja. Dein Alter, du bist nochmal? Ich bin 34. 34, ja. Sehr schön. Baujahr? Dementsprechend 86. 86, ja. Ja. Hinter dir Spiegel. Du bist ein eitler Mensch, hast du mir erzählt und verbringst stundenlang vom Spiegel. Spiegel ist wichtig, aber auch die Beleuchtung. Kann ich dimmen eigentlich da? Ist das jetzt schon Vollgas? Das ist Vollgas, genau. Und ich kann entweder sagen, ich nehme die Hauptbeleuchtung weg und habe immer noch die Randbeleuchtung oder halt umgekehrt. Und in der Regel kann ich auch dimmen. Ja. Ich zeig mal gerade hier vorne, Steckdosen, 2x 230 Volt. Wechselrichter 230 Volt, ist hier eingebaut? Noch nicht tatsächlich, das wäre ein Extra. Ist immer die Frage, was ich machen möchte. Ne? Ich habe mal Platz, habe ich gesehen. Also genau. Wenn ich hier nochmal, das Schöne ist auch für die Techniker bei euch ein Traum. Denn ich sag mal, du kommst überall ran, du musst nicht groß krabbeln, du hast nochmal Zusatzplatz hier drin. Also das geht. Genau, wir haben ja auch, was wir noch nicht gezeigt haben, hier das Fach drunter, wo dann entsprechend die Batterie sitzt. Ach, da ist noch Platz für eine zweite. Genau, da können wir eine zweite Batterie oder halt auch den Wechselrichter oder andere Sachen noch integrieren. Ach, wie schön, eine AGM. AGM, klär mich mal auf, was ist das? Am Ende des Tages gibt es ja verschiedene Techniken. Das heißt, Bleisäure ist das Klassische, was man aus dem PKW kennt. Und AGM ist halt eine andere Technologie, die allerdings nur bis 50% entladen werden kann. Deswegen geht das Thema ja auch immer mehr Richtung Lithium, wo ich teilweise bis zu 90-95% Entladung hinbekomme. Und damit wir aber trotzdem noch viel Spaß an dem Fahrzeug haben können, verbaut Kabe hier zum Beispiel eine 130 Ampere-Stunden AGM-Batterie. Okay, das heißt, wo andere nur 95 oder 85 zum Beispiel machen. Okay, da könnte ich jetzt eine zweite AGM-Batterie. Vorteil ist, bin ich weltweit unterwegs, geht mal eine kaputt, die kriege ich überall. Überall, genau. Das ist ein einheitliches System. Ja. LKW, egal was, ja. Genau. Das gibt es dann. 12 Volt hat es hier innen? Das ist alles auf 12 Volt geregelt, genau. Super. Du, ich könnte dir noch 1000 Fragen stellen. Du weißt alles. Aber es ist so, wenn du irgendwas nicht weißt, bei 90 Leuten habt ihr immer einen, der etwas eher weiß wie du. Techniker, darf man mit den Technikern auch mal reden bei euch, wenn einer sich ein bisschen auskennt und sagt, ich kann das und das so ganz genau, dass ihr mal so einen Kostenvoranschlag macht, was das jetzt kostet? Absolut, also selbst wir Verkäufer wissen ja nicht alles. Und, echt?
Ne, letztendlich gibt es da auch wieder einen Spruch, ne? Du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht oder wen du holen musst. Und bei uns ist es tatsächlich so, auch wenn man Monteur an einem Kunden vorbeiläuft zum Beispiel, der darf gerne angesprochen werden, die beraten mit. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir selbst, wenn wir auf Messen sind, unsere Monteure mitnehmen und die verkaufen lassen, weil keiner kann so gut beraten wie der Monteur selber. Habt ihr das gehört? Ich hoffe, die kriegen auf den Messen auch eine kleine Provision. Sie werden auf jeden Fall mitvergütet, ja. Mittagessen. Unter anderem. Sehr schön. Und das Bier. Mensch, Jan. Nicht vergessen. Wir haben den Jan jetzt ein Jahr warten lassen draußen. Nee, ziemlich genau eine Stunde sind wir jetzt schon drin. Aber es ist wirklich so, du hast eben erzählt, so 2-3 Stunden in einem Fahrzeug, bis du alles entdeckt hast. Das ist schon gut. Ihr habt YouTube entdeckt, so, ich sag mal, schon als tollen Kanal, um Punkt zu Mehrpunkt zu multiplizieren, solche Verkaufsgespräche auch, oder? Absolut. Ne? Und so können wir theoretisch auch in solchen Zeiten wie zum Beispiel Corona und Lockdown trotzdem Fahrzeuge präsentieren und auch teilweise beraten, ohne den Kunden vor Ort haben zu müssen. So, überall ist Platz, gerade im Fahrerbereich. Alles ist abgeschlossen bei Kabe. Thema Ordnung, das heißt, ich mache die Klappen zu, dann habe ich meine Ordnung. Mhm. Ich kann alles schön abwischen, das ist schön. Ich habe also Oberflächen ohne große Kanten und so weiter. Aber im Fahrerhausbereich, da will ich offene Flächen haben, denn da will ich schnell rankommen. Genau, ne? Man muss dann mal schnell an eine Karte kommen oder vielleicht an ein Buch oder andere Geschichten. Und da hab ich trotzdem das Ordnungssystem. Man sieht es ja in unterschiedlichen Fächern mit Rausfallschutz und Co. Aber wie du schon sagst, so, dass ich halt auch schnell an die Dinge rankomme. Ja, die Automatik ZF, da ist sie, die schaltet so butterweich und so schnell, das ist, ich sag mal, wer so ein Fahrzeug ohne Automatik bestellt, ja, und dann sagt, hey, ich bin hier James Dean im Schalten, der sollte echt mal gefahren sein mit Automatik. Bei Kabel kann ich die Automatik gar nicht abbestellen. Gibt es nur mit Automatik? Die gibt es nur mit Automatik. Gut, dann hat sich das Thema erledigt. So, ich habe kaum noch Fragen, wir gehen mal kurz raus. Mhm. Stopp. Dometic, das teuerste Bedienteil der Welt, habt ihr hier eingebaut. In Amerika Standard mittlerweile, aber hier in Deutschland sieht man es selten. Ja. Aber es ist richtig toll, du kannst alles mit bedienen, oder? Ja, genau. Na, also durch einen kleinen Push sieht man dann die entsprechenden Funktionen und man kann hier tatsächlich alles raufkoppeln, wenn man möchte. Na, ich kann, man sieht es hier, Licht steuern, ich kann meine Heizung steuern, das Radio steuern, die Wasserpumpe, ich kann Temperaturen ablesen etc. pp. Also was man möchte, kann man hier eigentlich auch integrieren. Ja, cool ist, wenn das Timer ausfällt. Dometic gibt es weltweit. Ja. Also das ist, du kriegst es überall. Aber wenn ich jetzt mal irgendwo stehe, das Display sollte mal kaputt gehen. Ihr versendet auch mal Teile weltweit? Gar kein Problem. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Auch nach Schweden, Norwegen, wenn Kunden dann in Vermietfahrzeugen bzw. in ihren eigenen Fahrzeugen unterwegs waren. Gerne auch per Express, wenn man möchte. Und dann ist es eigentlich auch in den nächsten 2 Tagen da. Marcel, hast du Lust auf eine kleine Aufgabe? Na? Mach mal hinten das Licht an, in der Mitte. So, warte mal kurz. Ne, jetzt habe ich alles ausgemacht. Zack, zack. Licht haben wir soweit an. Und dann haben wir hinten noch, was im Schlafbereich ist. Warte mal kurz. Ich teste mich selber immer an den. Na, welchen haben wir? Du weißt, warum ich das mache. Darin sind ganz viele schon gescheitert. Ja. Und du hast es geschafft. Ja, am Ende des Tages ist es ja immer miteinander gekoppelt. Und im Schlafbereich ist es immer separat gesteuert, sodass ich es halt auch aus dem Bettbereich halt steuern kann. Du bist Informatiker. Gut, du bist Wirtschaftsinformatiker, aber du kennst dich ein bisschen aus. Wie ist denn die Software hier? Stürzt das oft ab bei Dometic, dass du irgendwie dauernd resetten musst? Oder funktioniert das einfach? Also es funktioniert und wir haben hier unterschiedliche Knotenpunkte, sag ich mal, installiert. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Ausfall habe, dann funktioniert der Rest aber weiter. Und ich kann theoretisch anhand der Software nachher auslesen, also aus dem Technikbereich, das macht der Kunde in der Regel nicht selber, sondern der Techniker, kann nachher die Knotenpunkte ablaufen und weiß dann ganz genau, dass es irgendwo zum Beispiel eine Störung im hinteren Bereich ist oder im vorderen Bereich und die dann auch sehr schnell ausmerzen. CAN-Bus, ist das schon so hier im Einzug, dass alles über ein Bussystem oder mehrere Bussysteme laufen? Ja, genau, das ist das Stichwort sozusagen. Und das bedeutet halt auch, dass ich, wie eben gerade angesprochen, zum Beispiel auch nochmal eine Klimaanlage mit zusteuern kann. Thema Router, viele Leute bestellen ja keine Sat-Antenne mehr, sondern haben, ich sag mal, das Fernsehen über Internet, was immer besser geht. Mhm. Ich selber habe das so gemacht. Mhm. Ich glaube, immer mehr machen das so. Welche Router baut ihr üblicherweise ein hier bei euch? Ist das auch schon mal eine Fritzbox? Also hier selber bauen wir auf Kundenwunsch ein, aber bei Kabel ist es serienmäßig mit drin. Ist drin? Ja. Wo?
Ja, jetzt hast du mich. Das ist tatsächlich grundrissabhängig, nicht immer an einem Ort, in der Regel im Kleiderschrank. Hier haben wir den Kleiderschrank ja hinten, das heißt, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Warte mal, ich zeige mal ganz kurz. Weil ich habe ihn nämlich eben, glaube ich, sogar versehentlich gefilmt. Hallo Jan. Moin. Also ich meine auch, dass er links neben der Panel. Ich glaube, er war hier oder irgendwo da. Da war es, gell? Neben dem Panel. Da oben. Genau. Da oben sitzt er. Und die Stange, die wir jetzt noch sehen auf der linken Seite, das ist dann nochmal eine DVB-T-Antenne. Ich glaube, da war er jetzt nicht, aber das ist nicht so schlimm. Du Mensch, wir haben alles gesehen, aber grundrissabhängig ist, ich sag mal, toll gesagt. Denn wenn Kaba euch mit Dingen überrascht, Schulungen im Jahr 2020, ihr musstet euch viel selbst beibringen, oder? Naja, am Ende des Tages ist viel Eigenstudium. Ne? Die Hersteller bringen uns natürlich das bei, was sie aus dem FF kennen. Und es gehört aber auch immer ein gewisses Eigeninteresse dazu, Fahrzeuge zu vermarkten bzw. den Kunden halt auch näher bringen zu können. Ja, hier steht er, der Kabe Travel Master Classic 740T Modelljahr 2021, Grundpreis 87,20. Aber realistisch, das Fahrzeug habt ihr schon schön ausgestattet hier in der Ausstattung? Ja, genau. Wir versuchen schon, die gängigsten Sachen immer gleich mitzunehmen. Ja. 103 Kilo, da schlucken jetzt schon einige, aber mein Gott, man lebt ja nur einmal. viele gehen ja hin, verkaufen die Eigentumswohnung oder ich sag mal, man kann es ja finanzieren. Ich meine, wenn ich jetzt in der Rente bin, habe vielleicht eine Rente von 2,5, 3, will auf Reisen gehen, das ist möglich, oder? Das kriege ich hin. Wenn ich möchte, kann ich alles. Also wie gesagt, 180 Monate können wir auch finanzieren. Auch im gehobeneren Alter machen unsere Banken das mit. Okay, eben wegen dem Restwert, das ist das große Thema. Man hat ja was in der Hand. Versicherungen, ihr habt Spezialversicherungen für Wohnmobile. Viele denken jetzt, so ein teures Wohnmobil, das muss die Welt kosten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Dinger kosten fast gar nichts. Also ich habe ein ganz großes Wohnmobil, wirklich nicht gerade günstig, kostet im Jahr 600 Euro Vollkasko. Ja. Das ist unglaublich. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Schadensquote sehr gering ist, oder? Genau, dadurch, dass weniger Fahrzeuge davon unterwegs sind, die halt auch Schaden erleiden, kann natürlich auch ein Spezialversicherer den Kurs anbieten. Das ist so. Also tatsächlich ist es so, man kann für weit unter 1.000 Euro eine Vollkasko kriegen und das ist kein Problem. Ja, Thema Abschleppschutz, da sollte man, je nachdem wie groß das Fahrzeug ist, dann bei einem Club beitreten und so weiter. Denn es gibt auch Spezialabschlepper, denn viele ADACs können das nicht mehr so einfach abschleppen, oder? Wollte ich gerade sagen. Also selbst der ADAC streikt bei dem einen oder anderen Fahrzeug. Das heißt, wir haben ja gerade die Versicherung angesprochen, bei uns ist es die RMV. Da einfach den Schutzbrief mitnehmen und dann hat man in der Regel kein Problem. So, erstmal vielen Dank, bevor wir drauf kommen, wo wir sind, zeige ich euch gleich das nächste Fahrzeug, was wir filmen werden. Ein echtes Wahnsinnsteil, der Travel Master Imperial. Ist das auch ein 21er? Das ist ein 20er. Gucken wir uns aber trotzdem an, denn der ist wunderschön. Ja, wo sind wir denn? Ich bin zumindest mal 7 Stunden gefahren und bin in der Mitte von Deutschland gewesen. Das heißt, man kann auch weiterfahren zu euch. Wo seid ihr ganz genau? Wir sind in Osterrönfeld bei Rendsburg. Wer das nicht kennt, eine Stunde nördlich von Hamburg. Ja, ansonsten eingeben habe ich probiert. Knapp. Der Name nochmal war Spann. So, Spann. Wohnmobile eingeben bei Google. Spann an. Also ich zeige es mal gerade hier vorne. Das lerne ich noch. Erstes Video heute. Spann an Wohnmobile. Aber ich habe es einfach mal probiert. Ich habe nur Spann Wohnmobile eingegeben. Hat funktioniert. Ja. Wenn man nur Spann eingibt, so berühmt seid ihr noch nicht. Da kommt schon was anderes. Aber ansonsten ist es wirklich so, es lohnt sich eine Reise her. Wer ein Wohnmobil hat, kann man hier ein bisschen was erleben rundherum. Absolut. Ne? Also wir sind das einzige Bundesland mit 2 Meeren sozusagen. Und wenn ihr zu uns kommt, dann stellt euch auch gerne auf einen unserer Stellplätze und wir laden euch ein, dann hier auch mal unsere Ausstellung zu besuchen. Habt ihr Leute, die Dänisch sprechen? Tatsächlich ja. Ich musste kurz überlegen. Ja? Wir sind multilingual unterwegs. Englisch, wir haben Russisch, wir können, was können wir noch? Wir haben ein paar Sprachen noch mehr. Okay. Aber ist nicht so weit weg Dänemark, oder? Dänemark ist 60 Kilometer von uns entfernt. 60 Kilometer weg. Ihr habt ab und zu mal Dänen hier? Häufiger. Dadurch, dass wir halt so grenznah sind, haben wir natürlich auch Skandinavier, Welt oder alle Skandinavier hier. Ja, Spann an. Und gerade nochmal den Ort? Osterrönfeld. Osterrönfeld, ja, im Norden Deutschlands. Wir drehen heute am 4. Ich guck mal gerade auf die Uhr. 4. Januar 2021. Vielen Dank, Marcel Asmus und Jan Dahl. Ja, der nicht so viel gesagt hat heute, oder? Alles gut. Und wie war es für dich? Gut, bisher, ja. Ja, eine Stunde mal nichts arbeiten, oder? Ja. Tschüss.